Zum Wochenende ändert sich die Wetterlage endlich. Ob das jetzt auch ganz anderes Wetter für uns bedeutet, das sei mal dahingestellt. Aber immerhin bekommt die Sonne ein paar mehr Chancen zu scheinen. Die neue Woche startet dann noch etwas ungemütlicher und ziemlich turbulent. Und damit herzlich willkommen hier bei Wetter Online. Die Sonne haben wir in letzter Zeit wirklich kaum bis, naja, gar nicht gesehen. Aber am Wochenende könnte sich das ändern. Am Samstag bekommt sie nämlich in der Nordhälfte ein paar mehr Chancen zu scheinen und am Sonntag in der Südhälfte. Ist ziemlich fair verteilt, würde ich sagen. Aber meistens bleibt der Himmel dann trotzdem doch grau und hier und da regnet oder schneit es teilweise. An den Temperaturen ändert sich vor allen Dingen tagsüber auch kaum etwas, aber nachts, vor allen Dingen wenn der Himmel aufklart und über Schnee, kann es richtig frostig werden, teilweise in Tiefstwerte bis zu minus 10 Grad möglich. Am Sonntag passiert dann aber doch noch etwas Spannendes, und zwar kündigt sich schon der Start zum Wetterumschwung an den Küsten an. Es nähert sich nämlich ein Sturmtief aus Nordwesten. Damit wird es dort im Tagesverlauf auch schon ziemlich windig, an den Küsten wahrscheinlich auch schon stürmisch. Am Montag weht dann in der gesamten Nordhälfte ein ruppiger Wind mit stürmischen Böen, auch Sturmstärke wird hin und wieder erreicht. Besonders von Ostfriesland bis nach Mecklenburg-Vorpommern sind Böen über 80 km/h möglich. Weil der Nordwestwind das Wasser der Nordsee an die Küsten drückt, kann es außerdem zu einer Sturmflut kommen. Im Landesinneren gibt es abgesehen von den Gipfellagen nur einzelne Sturmböen. Insgesamt wird es also ziemlich ungemütlich, aber halb so wild. Mit dem Wind überqueren uns auch kräftige Regen- und Schneeregenschauer. Im Süden schneit es. Es gibt so richtig useliges Schauerwetter und obwohl es bei den Temperaturen von 2 bis 6 Grad schon milder ist als zuletzt, fühlt es sich doch nicht wirklich wärmer an. Dieses Sturmtief kann je nach Zugbahn der Türöffner für weitere seiner Art sein. Das heißt, das Wetter in der neuen Woche bleibt auf jeden Fall spannend und wir halten euch darüber natürlich auf dem Laufenden. Ich bin Annika Jakob von Wetter Online. Wissen, wie das Wetter wird? Mit der Wetter Online App immer einen Schritt voraus sein. Jetzt installieren!